So, hallo zusammen, willkommen zum vierten Teil bezüglich den Studien der Silosätze. Hier im vierten Teil besprechen wir die Aufgabe 5. Okay, also jede Gruppe G der Ordnung 132 ist nicht einfach. So, nicht einfach bedeutet, wir haben einen nicht trivialen Normalteil. Okay, die Aufgabenstellung hätte auch heißen können: jede Gruppe G der Ordnung 132 besitzt oder hat eine nicht triviale Normalteile, ist vollkommen dasselbe. Okay? Gut, wir machen einfach unser Standard-Kochrezept. Okay, machen wir einfach mal jetzt durch. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Die Aufgabe gehört zu den Aufgaben, nicht so wie die Aufgabe 1, 2 und 3, sondern so wie die Aufgabe 4. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen, da muss man einfach ein bisschen mehr machen. Okay? Aus zeittechnischen Gründen habe ich es einfach mal hingeschrieben, aber wir besprechen sie jetzt. Okay? Gut, also das erste, Schritt Nummer 1, die Primfaktorzerlegung. Wir haben 132, naja, da kann man eben durchgehen, das ist 66 mal 2 und dann 66 zerlegen und so weiter. Und dann kommt man auf 11 mal 3 mal 2 hoch 2. Dann nach den Silo-Sätzen gilt, sei SP, also SP ist die Anzahl der P-Silo-Untergruppen von G, und P ist in dem Fall 2, 3, 11, gilt Folgendes. Also, gehen wir nach der Reihe, schauen wir S11 an. Also die 11 Silo-Untergruppen von G. Es ist ein Teiler von dem Rest, also 11 vergessen wir mal. Dann haben wir die Möglichkeiten 1, 2, 3, 4. Dann gibt es noch 6, 3 mal 2. Und dann nochmal 12, 3 mal 4. Okay. Und das ist kongruent 1 modulo 11. Also 1, 12 und so weiter. Die Schnittmenge ist dann 1 und nicht 12. Also das heißt, für die Anzahl der 11 Silo-Untergruppen, entweder habe ich 1 oder ich habe 12. Okay. Dann schauen wir uns die 3 Silo-Untergruppen an. Also S3 sind Teile von dem Rest. Also das kann sein 1, das kann sein 2, das kann sein 4. Es kann aber auch sein 11, es kann aber auch sein 22 oder 44. Und S3 ist kongruent 1 modulo 3. Das heißt 1, 4, 7 und so weiter. Dann sehen wir, dass es hier die Schnittmenge hat 1, 4 und 22. Also 1, 4, 7, 10, 13 und so weiter. 1, 4, 22. Okay. Dann S2. Die 2 Silo-Untergruppen sind Teiler vom Rest. Also habe ich 1, 3, 11, 33 und es ist kongruent 1 modulo 2. Also 1, 3, 5, 7 und so weiter. Und die Schnittmenge ist dann 1, 3, 11 und 33. Tja. Hier sehen wir, dass es eben nicht so einfach wie davor. Jetzt gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch und betrachten wir mal alle Fälle. Alles, was passieren kann, schauen wir jetzt einfach mal an. Okay? Und dann, wenn wir sehen, dass wir immer einen Normalteil haben. Okay? Also, Fall Nummer 1. Naja, falls S11 1, also entweder ist das 1 oder ich habe 12 Stück. Naja, wenn es 1 ist, dann bin ich schon fertig. Weil sobald ich immer 1 habe, habe ich einen Normalteiler. Okay? So folgt die Behauptung. Okay. So muss es aber nicht. Na, was passiert denn, wenn es 12 ist? Okay? Also falls S11 gleich 12, dann haben wir ja schon in der Aufgabe 4, im dritten Teil, gesehen. Also wenn S11 12 ist, also ich habe 12 11 Silo-Untergruppen, die haben alle 11 Elemente. Das ist eine Primzahl. Also sind sie alle zyklisch. Und weil sie konjugiert sind, sind zyklische Gruppen, sind alle konjugiert, haben sie nur das neutrale Element gemeinsam. Okay? Das bedeutet, ich pick jetzt, ich habe jetzt 12 Stück, 11 Elemente und die haben alle das neutrale Element gemeinsam. Das kicke ich bei allen raus. Also habe ich immer 10 Elemente mal 12. Also habe ich 120 Elemente der Ordnung 11.
Okay. Wenn ich 12 mal 11 Sylle-Untergruppen habe hier, dann habe ich 120 Elemente der Ordnung 11. Die Begründung habe ich gerade gesagt. Okay. Wenn ich 120 Elemente habe und die Gruppenordnung ist 132, dann ist die Möglichkeit für S3, dass es 22 Stück gibt, nicht mehr möglich. Das ist nicht mehr möglich. Okay? Das heißt, für S3 habe ich nur noch die Möglichkeiten 1 oder 4. Naja, wenn S3 1 ist, so folgt schon die Behauptung, weil dann habe ich hier eine Normalteile. Okay? Gut, es kann aber auch 4 sein. Naja, was ist, wenn es 4 ist? Naja, wenn es 4 ist, mit derselben Argumentation wie hier. 3 ist eine Primzahl, das sind zyklische Gruppen. Die sind konjugiert nach den Silo-Sätzen. Das Neutralelement picke ich raus. Ich habe 4 Stück, also 4 mal 2 ist 8. Also habe ich 8 Elemente der Ordnung 3. Okay. Was habe ich denn für einen Rest? Also ich habe 120 Elemente. Ich habe hier 8 Elemente, 128. Insgesamt habe ich 132 Elemente. Macht 4. Also habe ich nur noch 4 Elemente übrig. So. Die Silo-Sätze geben ja die Existenz von diesen Silo-Untergruppen. Das heißt, ich weiß nach den Silo-Sätzen, es gibt 11 Silo-Untergruppe, 3 und 2. Und die Ordnung, also die Anzahl der Elemente dieser Untergruppen, ist ja immer hier mit dem Maximum hier, mit der Potenz. Und hier habe ich immer 11 Elemente, hier habe ich 3 Elemente und hier habe ich 4 Elemente. Also die 2 Silo-Untergruppen haben 4 Elemente. Und ich habe einen Rest von 4 Elementen. Das bedeutet, die hier müssen zwangsweise meine 2 Silo-Untergruppe von G bilden. Und ich habe hier nur noch 4 Stück am Ende, also kann ich nur noch 1 haben. Okay, also eine 2 Silo-Untergruppe. Und weil ich dann nur noch eine habe, ist das automatisch schon ein Normalteil. Das heißt, egal in welchem Fall ich bin, wir haben immer einen Normalteiler. Das bedeutet nichts anderes als, dass die Gruppe mit 132, mit der Ordnung 132 nicht einfach ist. Okay? Sehr schön, wunderbar. Okay, gut. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie der Hase so langsam läuft. Wie der Silo'sche Hase so langsam läuft. Gut, genau. Ich hoffe, dass es klar geworden ist, dass es euch auf jeden Fall im Leben weiterbringt. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich setze jetzt einen Punkt. Und genau, im nächsten Teil, Teil Nummer 5, machen wir noch was mit dem Normalisator. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.